Oh, Enter, neuer. Wird immer schwieriger. Wird wirklich immer schwieriger. Sabber. Okay. Ein Tipp für die Person, die von Sabber beseelt wurde. Es gibt immer jemanden, der mehr hat. Schätze. Ach so, ist es Neid oder was wegen Sabber? Es gibt immer jemanden, der mehr hat. Schätze das, was du hast. Das stimmt allerdings, Leute. Schätzt das, was ihr habt, gell? Sonst überseht ihr gerne die Dinge, die ihr habt, wenn ihr nur auf die Sachen schaut, die andere haben, gell? Alles klar, und dann geht's weiter zum Spiel. Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum. Bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch, Part Nummer 24. Im letzten Part haben wir unser Fahrrad hier bekommen, ja, und können damit jetzt durch die Gegend düsen, solange die Treppen nicht zu steil sind, wie hier zum Beispiel. Da steigt das sofort wieder ab, Menno. Und wir wollten eigentlich noch hier die Hauptquest weitermachen, aber gleichzeitig bin ich jetzt hier so ein bisschen dabei, auch immer mal wieder andere Quests anzunehmen, wenn sie gerade in der Nähe sind, gell? Wie hier zum Beispiel. Hallo, kleine Dame, was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Wie unverschämt! Wenn sich jemand verlaufen hat, dann Papa, Mama und mein Bruder, nicht ich. Ich lasse sie einmal aus den Augen und sie laufen weg wie kleine Kinder. Okay. Such sie doch bitte für mich, ja? Bestimmt haben sie Angst. Okay, ja gut. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, gell? In dem Sinne, gell? Weißt du, wo sie sein könnten? Also, wir waren zuerst im Blumenladen am Fluss. Und dann, oh ja, wir sind zum Tempel gegangen. Und dann haben wir super leckeres Brot in der Bäckerei gekauft. Danach, ich weiß nicht, wer erinnert sich schon an solche Sachen? Sie scheint nicht wirklich zu wissen, wo sie gewesen ist. Aber wir sollten uns zumindest an den Orten umsehen, die sie erwähnt hat. Okay, das machen wir dann so nebenbei, gell? So vom Gedanken her. Haben wir ja schon mal gesagt. Besser die Quest angenommen, als hinterher sich geärgert, wenn man dann überall schon rumgelaufen ist und dann erstmal die Quest finden, wo man dann erstmal wieder rumlaufen muss, gell? Falls es irgendwie Sinn macht, gell? Das mache ich eigentlich. Ich habe mein Fahrrad. Yay! Außerdem, wie gesagt, die Musik gefällt mir vom Fahrrad hier. Die ist auch so einfach nur dauerfröhlich in dem Sinne, gell? Und wir sollen nach unten, okay. Achso, da lang runter, okay, ohne Fahrrad. Ein Krämerviertel. Okay. Dam, 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 dam. Die Musik hier. Oh, das ist also der Blütenweg. Hm, ganz schön viele Geschäfte hier. Sollen wir gleich ein paar Besorgungen machen, wo wir schon mal hier sind? Gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte nach einem neuen Comic schauen. Auf zum Buchladen. Vielleicht haben sie auch etwas über Yo-Kai. Der Buchladen Schmöker-Ecke ist gleich am südlichen Ende. Und hier sollen wir jetzt das Fahrrad benutzen, oder was? Nee, ich darf hier das Fahrrad nicht benutzen. Hier gibt es kein Fahrrad. Was haben wir hier drin? Einfach ein bisschen umgucken mal wieder, gell? Einfach nur so ein Standard-Klamottenladen oder was hier? Wir kommen im Kleidergeschäft, dass sie auch über den... Was, dass sie auch über den Wolken stilsicher macht? Okay, wir kommen im Kleidergeschäft stilsicher. Vor allem die ausgefallenen Namen hier dabei, gell? Ich verstehe das Geschäftskonzept zwar nicht, jedoch die Stimmung ist gut. Sie ist irgendwie langweilig, aber genial. Okay, na gut, kann man auch sehen, wie man möchte, würde ich mal sagen, gell? Es ist langweilig doch gut, gell, irgendwie. Ich möchte trotzdem, wie gesagt, mal erstmal in jedes Geschäft rein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine extra Quest oder vielleicht hier zum Beispiel ein, wie man da was verkauft. Ja, okay. Die Nudelkopf wieder aussieht. Hallo, bist du ganz allein hier? Was darf denn sein? Ich gucke einfach mal so ein bisschen. Was hast du denn Feines? Nudeln mit Brühe. Ja, und hier sieht man zum Beispiel jetzt auch hier, dass auch die Yo-Kai mich sehr mögen, wenn sie das essen, gell? Köstliche Schweinebrühe mit dünnen Nudeln. Noch eine bitte. Reichhaltige Nudelsuppe mit jeder Menge Schweinefleisch. Ja, da ist mehr Schweinefleisch als Suppe drin. Und Nudel allerlei. Kostet 12 Euro hier. Wenn sie allerlei sagen, dann meinen sie auch allerlei. Wow, ja. Wie groß ist denn bitte die Schüssel, wenn da noch ein ganzer Hummer mit reinpasst? Erhält enorm viele Lebenspunkte. Hayuka lieben dich. Ja, gut, okay.
Ja, sowas kann man dann mal kaufen, wenn's, wenn ich wirklich mal auf Yokai-Jagd gehe, in dem Sinne, gell? Okay. Gegenüber ist auch noch ein Geschäft. Der verkauft auch noch was hier. Hui, Koch. Der hat so ganz, ganz bisschen was von Mario, aber nur wegen der Nase, gell? Hallo, was ist da? Was, hast du jemand mitgebracht? Was darf ich dir zu essen bringen? Erstmal gucken, was du hast. Gyoza. Köstliche Gyoza mit reichhaltiger Füllung. Dann Leber mit Lauch. Haben wir schon mal gehabt, gell? Genau. Habe ich hier einen Joker schon gegeben. Krabbenomelett. Eine tolle Kombi aus Ei, köstlicher Soße und echtem Krabbenfleisch. Ja gut, besser als künstlich, oder? Würde ich mal sagen. Chili-Garnelen. Es ist etwas teuer. Okay, kostet 5 Euro. Aber man bekommt große köstliche Garnelen. Ich gehe am Ende davon aus, dass ich hier nur die super krassen Sachen kaufe, jedem Yokai einfach irgendwie das Krasseste an den Kopf werfe. Hauptsache, ich habe den Yokai dann, in dem Sinne. Sofern ich wirklich mal dazu kommen sollte, auch die ganzen Yokai zu fangen, weil ich glaube nicht, dass ich hier 100% im Sinne von alle Yokai kriege, machen werde, weil es einfach dann, glaube ich, zu lange dauern wird, je nachdem, wie viel Glück ich halt brauche dafür. Der Herr Grün. Ha, willkommen bei Günthers Grünzeug. Ja, ich habe Grünzeug zu verkaufen. Okay, sogar wirklich einfach nur Standard. Karotte und Gurke, gell? Sie ist orange, weil sie gesund ist. Iss sie einfach. Okay, hört sich im Sinne von an, als würden die Eltern sagen, hier ess es, gell? Eine frische, saftige Gurke. Schmeckt kalt am besten. Bambussprosse kennen wir schon und den Kiefernpilz auch. Hui, was? Der Kiefernpilz kostet einfach mal 80 Euro. Ein stinkender, hochwertiger Pilz findet man oft in schicken Dosen. Den habe ich immer noch im Besitz, den einen, aber dass der 80 Euro kostet? Bisschen arg übertrieben, oder? Was ist mit dem los? Okay, dann ging es einfach weiter. Achso, da geht man einfach seitlich raus, okay. Ich laufe mal ganz kurz so ein bisschen nach rechts, um vielleicht zu sehen, ob irgendwo eine Quest ist, aber es sieht nicht danach aus. Du, 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 du. Den durfte vielleicht mal gucken, ob irgendwie da ein Yokai ist, gell? Da oben. Ah, das ist wieder der, oder wieder in dem Sinne. Den haben wir ja schon durch die Bilder machen ja mal gehabt. Dieses Elektro-Kit oder wie das hieß. Spanzel. Ja, das Elektro-Kit war ja Pokémon, gell? So, sogar gleich drei von der Sorte hier. Dann ist es ja egal, wie ich was gebe. Dem denke ich immer, dem will ich irgendeine Süßigkeit geben, gell? Aber ich denke mal, diese ein wenig Dinger sind ja auch wirklich zu wenig. Wenn man so will. Der Rest ist nur zum Heilen da, gell? Und das ist der Superpilz hier. Ja, einfach den Klimapilz geben jetzt. Jetzt, wo ich weiß, dass er so wertvoll ist, gell? Den würde man ja eher fast verkaufen wollen dann. Ich bin immer so unsicher, gell? Komm, einfach ein Cheeseburger hier. Natürlich auch, dass er nicht zuerst besiegt wird, gell? Kenne man ja langsam. Nee, die waren ja nicht einpennen. Ui. Die sind stark, oder kommt mir gerade nur so vor? Achtung. Blumen. Oh. Okay, das war ein bisschen krass. Wie viel Schaden macht die denn bitte? Oder liegt es jetzt daran, dass ich auf einmal hier in dem Viertel bin, wo plötzlich voll extrem ist? So, jetzt könnt ihr den Fokus sehen hier. Ich muss da jetzt ein bisschen, glaube ich, aufpassen. Also so langsam hauen die Gegner auch mal rein, gell? Ich meine, es ist ja auch gut so, weil dann sonst hat man ja keine Herausforderung mehr. Aber dass die mich einfach jetzt hier mal umhauen, das ist natürlich ganz extrem hier. Immerhin hat sie ihre Technik verbessert. Amulett des Gewitters bekommen. Das war, glaube ich, das, was ich durch die eine Seele gekriegt habe. Oh, da kommt mit. Alles klar. Spanzel nähert sich dir. Oder hatten wir den schon? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich vor lauter Bilder machen bin ich schon komplett verwirrt. Zwischen dir und mir knistert es. Mit Spanzel befreundet? Ja, natürlich. Ja gut, den Spruch kennen wir ja schon von den Bildern, gell?
Keinen Namen geben, ne. Aber wir hatten ja noch nichts, sonst hätten wir jetzt noch nicht seine Medaille, gell? Alles klar. Ich bin noch mal gespannt, ob man irgendwo ran erkennen kann, wenn man zum Beispiel gegen die Yokai kämpft, dass man schon weiß, ob man sie schon hat. Vom Gedanken her, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Weil bei Pokémon war es ja zum Beispiel auch schon seit den Gold und Silber war das ja so, dass halt, wenn man ein Pokémon gefangen hat, dass dann halt nebendran so ein kleiner Pokéball erscheint und dass man dann weiß, okay, das hat man dann. Und jetzt sind überall verschlossene Tore. Das lässt sich von der Seite nicht öffnen. Das geht von der anderen Seite nur auf, oder was? Okay, wie komme ich da rein? Scheint wohl eine extra Stelle zu sein hier. Vielleicht für Dungeon-mäßig oder sowas, gell, in dem Sinne. Dam, dam. Jetzt schon wieder 10 Minuten. Krass. Krass. Der Herr, was der Herr Eberle? Hey, willkommen bei Franks Fleischerei. Einmal gucken, was er so hat. Hühnerkeule, Bauchspeck, Rinderzunge. Ja, muss es sein. Die Konsistenz ist seltsam, aber Rinderzunge schmeckt richtig gut. Mag sein, aber das setzt trotzdem eklig an. Hühnerkeule kennt man ja. Bauchspeck habe ich schon gar nicht gelesen, gell? Dieses schöne, fettige Stück Fleisch muss man probieren. Ja, im Prinzip wie alles, gell? Marmoriertes Fleisch. Hochwertiges marmoriertes Fleisch. Zergeht auf der Zunge. Ja, und kostet einfach mal 180 Euro. Das hier kostet 180 Euro. Sind die so teuer, weil das irgendwie so sichere Yokai-Fang-Items sind? Oder wie kann man das schon nennen hier? So, hier geht's noch nach unten. Oh. Hier geht's in einen Dungeon, wenn man so will. Gibt es nichts? Da muss ich doch bestimmt noch später hin, oder? Oh, das sind diese Furzviecher. Och Mann, ey. Ja gut, später. Alles später. Am Ende sagt einem die Quest, dass man da noch hin muss, gell? Kann natürlich alles sein. Hier müssen wir hin. Ladeninhaber. Mein Herr, ich wiederhole mich ungern. Wir haben nicht vor, so etwas zu tun. Sehen Sie, ich habe viel zu tun, also muss ich Sie leider bitten zu gehen. Also gut, wie auch immer. Ich komme wieder. Unternehmer. Ich frage mich, worum es da gerade ging. Das scheint sich etwas zusammenzubrauen. Lass uns den Ladenbesitzer fragen. Wie einfach dahin geht er. Da muss er sein, gell? Okay, er kennt mich. Hallo Undead, entschuldige, dass du das mit ansehen musstest. Ist alles in Ordnung? Ach, ständig nur dieser Besuch von Bauherren, die das Grundstück wollen. Sie wollen aus dem Ort ein typisches Einkaufszentrum machen. Unfassbar. Was, im Ernst? Und Blütenweg abreißen? Also ich gehe nirgendwo hin, aber trotzdem beschäftigt mich etwas. Merkwürdige Dinge sind passiert, seitdem das Gerede ums Zentrum anfing. Jeder sagt, dass der Schutzengel verärgert ist. Oh, na klar, der Schutzengel, sicher doch, natürlich. Das ist die Schutzgottheit des Blütenwegs. Sie wird obdachlos, wenn unsere Läden für ein paar Kioske abgerissen werden. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber ich habe letztens was Komisches gesehen. Oh, ups, Entschuldige, ich habe eigentlich noch viel zu tun. Aber wenn du mehr darüber herausfinden willst, was hier vor sich geht, frag einfach deinen Biologielehrer. Der kennt sich aus. Okay. Ist er verliebt oder was? In dem Sinne, Biologie? Keine Ahnung. er scheint wirklich eine Menge darüber zu wissen. Da fällt mir ein, er war gerade hier. Vielleicht ist er noch in der... Nee, okay, doch nicht. Warum Biologielehrer? Ja gut, keine Ahnung. Aber die kennen wir doch, oder? Die Verena. Hallo? Also einfach nur so. Ja gut. Es sind bestimmt mehrere Charaktere, die man eigentlich so von der Serie, glaube ich, eher kennt dann. Ich liebe Bücher einfach. Leider kann ich mir von meinem Taschengeld nicht genug kaufen. Ja, einfach den ganzen Laden kaufen, gell? Erzittere, Geheimnisse der Schreckenszeit. Was wohl dahinter steckt? Schreckenszeit kann zu jeder Zeit eintreten. Was soll das was heißen? Keine Ahnung. Vielleicht ist Schreckenszeit ein Yokai oder so, gell? Wichtige Informationen über Lenzhausen, was da was sein könnte.
Meister Zen hat einen Auftrag für dich. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Stimmt, wir müssen irgendwann mal noch da hochgehen wegen Fusionieren und sowas, gell? Okay, der Pfeil zeigt aber nach oben erstmal. Gehen wir mal da oben gewuselt hin. Ach, da ist der, das soll der Biologielehrer sein. Herr Kubinski. Hallo, Andet. Ja, ich bin ein Schnösel. So, zumindest sieht das aus. Oh, hallo, Herr Kubinski. Was für eine Überraschung, Sie hier zu treffen. Wie geht es Ihnen? Schule ist toll. Ich liebe Schule. Sie sind ein toller Lehrer. Ich schleimer nur so ein bisschen, damit meine Noten besser werden. Also können Sie mir etwas über den Blütenweg Gottheit erzählen? Danke. Schön, dich zu sehen, Andet. Du sprichst nicht zufällig vom Fluch des Schutzengels, oder? Ich nehm's an. Nennen die Leute das so? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Fluch ist, aber Seltsames ist im Gange. Unfälle sind passiert. Es gab ein Feuer, also da, als das Gerät ums Zentrum anfing. Die Sache ist zum Glück nicht aus dem Ruder gelaufen. Zumindest noch nicht. Ich frage mich jedoch, was passieren wird, wenn es so weitergeht. Oh wow, davon habe ich ja noch gar nichts mitgehört. Diese Dinge fangen oft als Unfug an, können aber schnell ausarten. Ich glaube, deine Klassenkamerad Lukas war vor Ort, als das Feuer ausbrach. Lukas? Wenn dich das interessiert, solltest du ihn darüber ausfragen. Ich habe ihn vorhin am Immerdar-Markt gesehen. Vielleicht ist er noch da. Wisst ihr schon, weil der Immermarkt da ist, ist vermutlich auch noch da. Dein Lehrer ist auf Zack. Gefällt mir. Mal sehen, was dieser Lukas weiß. Danke, Herr Kubinski. Keine Ursache. Ich helfe doch gerne weiter mit Geistern und Flüchen. Sei vorsichtig, Andet. Und wenn du was findest, du weißt, von mir hast du nichts erfahren. Okay, hat er was zu verlieren, weil er das so sagt in dem Sinne? Die Zeit geht viel zu schnell rum, Leute. Schlimm. Oh, das war jetzt als Fehler wieder gedacht, weil ich schräg gelaufen bin, okay. Okay, überall wo Zebrastreifen sind, gell? Ich möchte halt gucken, dass es vielleicht positiv bleibt, so in dem Sinne, keine Ahnung. Muss ja irgendeinen Grund haben, hieß ja, es ist was passiert, was Gutes und was Schlechtes, gell? Das ist Lukas, okay. Oh, hey, Andet, willst du auch Kaugummi kaufen? Nein, nicht wirklich, aber gut, dass ich dich treffe. Ich wollte dich etwas fragen. Oh ja, was ist los? Ich habe gehört, du warst dabei, als das Feuer ausbrach. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Ich kann es mir nicht erklären, aber das Feuer ist von ganz allein losgegangen. Ich lief los, um einen Erwachsenen zu finden, damit es sich nicht ausbreitet. Sie haben das Feuer schnell gelöscht. Das war wirklich gut. Aber sie wissen immer noch nicht, wie es angefangen hat. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass ein Yokai dahinter steckt. Lukas hat niemanden bei dem Feuer gesehen, weil er keinen Yokai sehen kann. Wo ist das Feuer ausgebrochen, Lukas? Drüben beim Privatklinik Mondhof. Privatklinik Mondhof? Die ist doch schon seit Ewigkeiten geschlossen. Wir müssen dahin, um Nachforschung anstellen. Danke für die Infos, Lukas. Hört sich an wie ein Dungeon in dem Sinne, gell? Dam, 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 bam. Mein Fahrrad. Man muss sich auch daran gewöhnen, dass man eins hat, gell? Sonst wär's ja. Kommt man da überhaupt rein? Dieser heruntergekommene Krankenhaus ist so gruselig. Jemand hat mich herausgefordert, reinzugehen, aber es war verschlossen. Puh, zum Glück komme ich da dann nicht rein. Oh. Super, da ist einfach ein Bruch in der Wand. Einfach mal reingerollt hier. Dieser Ort sieht verlassen aus. Das ist ohne Zweifel das unheimlichste verlassene Krankenhaus aller Zeiten. Das sind sie alle, Whisper. Das sind sie alle. Oh. Andet, richte deine Watch in diese Richtung, schnell. Oh, Rang A. Kyubi. Das gefällt mir nicht. Oh nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das werden sie mir büßen. Niemand dringt ungestraft in mein Gebiet ein. Ich könnte sie selbst bestrafen, aber wo bleibt da der Spaß?
Ist das der Schutzengel, von dem alle gesprochen haben? Schwer zu sagen, es könnte auch ein anderer Schutzengel sein. Ja, natürlich wird er das sein. Seine Aura ist ziemlich mächtig, er ist ein wahrer Schutzgeist. Ihr Bengel habt anscheinend noch nie etwas von Intimsphäre gehört. Ihr habt mich auf den falschen Fuß erwischt, euer Pech. Ich nehme mich eurer bald an, aber nicht hier und nicht jetzt. Kommt zur Baustelle in der Innenstadt, wenn die Nacht anbricht. Dann spielen wir, keine Ausreden. Oder lebt mit den Folgen. Okay, ein Boss für später, oder was? Also das war ja merkwürdig. Etwas an seiner Einstellung macht mich neugierig. Lass uns bei Nacht zur Baustelle gehen. Wenn er hinter den Unfällen am Blütenweg steckt, müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Ja, aber das wird wohl erst im nächsten Part passieren, gell? Geh Nacht zur Baustelle. Ja, wie gesagt, das wird wohl erst später passieren. Ich kann ja vorher nochmal kurz speichern hier. Aber ist auf jeden Fall interessant, weil dann haben wir zumindest schon mal einen weiteren Boss, wenn man so will, vielleicht. Wobei natürlich die Frage ist, ob er wirklich böse ist in dem Sinne, weil es hat sich eher danach angehört, dass das Krankenhaus vielleicht ihm gehört und dass sich jetzt hier einfach A-Rang-Yokai breit gemacht haben und deswegen hier er nicht mehr rein kann oder so, theoretisch. Einfach nur mal so überlegt. Jetzt liegen Sachen rumgelegt gerade. Stärke-Talisman. Fast nicht gesehen, weil das nur auf hellem Grund ein helles Glitzern, gell? So, hier gucke ich noch mal ganz kurz rein. Weil einfach Schmetterling fangen und so, gell? Vielleicht auch einen seltenen. Na, nee, gar nichts. Okay. Oh, doch. Also manchmal, ich finde es aber gut, dass das Spiel so fair ist, dass man halt auch, ja, dass man es einfach bekommt. Vielleicht war es ja auch Absicht, dass ich das sogar richtig gedrückt habe und es dann nur so getan hat, als ob, gell? Ein seltener Schwalbenschwanz. Und geht nichts mehr, alles klar. So, aber jetzt. Hat ja gepasst, gell? Da muss ich danach nochmal speichern, nicht vergessen, gell? Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt. Gerne abonnieren, falls ihr... Ja, falls ihr mehr von... Ja, ich bin schon wieder raus, gell? Falls ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt, genau, oder von meinen anderen Let's Plays, nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich immer Mittwoch, Freitag und Samstag auf Twitch streame, falls ihr da Zeit und Lust habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.